Oh Mann, das Trauma war so stark, ich habe sogar die Anmoderation ganz vergessen. Oh mein Gott. Leute, ein weiterer Versuch der nicht enden wollenden Serie Sterben in Lava. Eine meiner Lieblingsserien auf YouTube. Also wunderschön, dass es davon so viele neue Folgen gibt an einem Stück. Das ist immer toll. Das waren schon mal 5 Münzen, die ich jetzt nicht mehr kriege. Ich bin ein bisschen traurig. Ich bin ein kleines bisschen traurig. Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario 3D All-Stars. Und wir kämpfen mit einem Feind, den ich so nicht erwartet hätte. Und zwar den 100 Münzen. Ich wusste, dass die meine Feinde sind. Aber ich wusste bis heute nicht, wie stark diese Feindschaft ist. Diese Feindschaft ist extrem. Diese Feindschaft ist tückisch. Diese Feindschaft ist feindlich. Ich mag keine feindlichen Feindschaften. Die haben immer so feindliche Eigenschaften. Und dementsprechend möchte ich gerne diese Feindschaft jetzt ad acta legen, indem ich es jetzt einfach schaffe. Das fände ich ganz cool. Ich werde mich diesmal versuchen, ein bisschen zu beeilen, also effizient zu sein. Und das klappt bisher auf jeden Fall auch schon mal relativ gut. Gib mir die Münze, gib mir die Münze, gib mir die Münze. Dankeschön. Ich kann es mir nicht mehr erlauben, irgendwelche Münzen durch unsachgemäßes Verhalten. Na, komm her. Zu verlieren, weil wir haben schon so viele verloren. 5 Münzen haben wir verloren an dem Kram mit dem Panzer. Und das ist gerade sehr schlecht, aber nichts, was wir nicht hinkriegen. Ich spüre es. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich es endlich schaffen werde. Hoffentlich. Ich weiß nicht, mit wie vielen Münzen ich das letzte Mal gestorben bin. Das ist kein Problem. Das schaffe ich, das nuke ich out. So, und jetzt bleibe ich einfach hier stehen. Ich sehe es überhaupt nicht ein, mich jetzt auch nur einen Schritt zu bewegen. Denn eventuell könnte das der Versuch sein. Das, mit dem ich alle Zweifel an mir aufräume. Ich habe ein Problem. Ich komme nicht an die Münze. Ich komme nicht an die Münze. Okay. Zeit für einen Taktikwechsel. Ich brauche Münzen. Schnell. Und sicher. Da sind Münzen. Die sind nicht sicher, aber schnell. Und da bin ich auch sicher schnell tot, wenn ich nicht aufpasse. Das sind Münzen, die ich brauche, die aber nicht sicher sind. Ach Leute, ey. Was hab ich mir da nur wieder eingebrockt? Gott. Gib mir Münzen. Gib sie mir. Ich muss heilen. Ich muss heilen vom Verderben. Da sind keine Münzen drauf. Das ist das Problem. Ne, da hinten. Doch, da hinten sind Münzen drauf. Auf der Plattform. Nicht auf der länglichen, aber auf der da hinten. Ja. Und Bullies. Und Bullies. Und ihr kommt jetzt mal beide her, weil ihr beide blöd seid. Das ist cool. Das ist nicht cool. Ich will erst die Münze, erst die Münze, erst die Münze. Ich hab's heute. Das ist mein Tag jetzt. Das ist mein Tag. Pass auf, ich krieg das hin. Komm her. Komm zu Papa. Keine Ahnung, ob da hinten Münzen sind. Ich riskiere es nicht. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ach, Leute. Das vollständige Puzzle würde mir nochmal Münzen geben. Ich weiß nicht, ob es mir nochmal Münzen gibt oder ob es schon einmal vervollständigt war, aber es würde mir Münzen geben. So. Äuglein, Äuglein an der Wand. Wer ist der Verwirrteste im ganzen Land? Sehr gut. Das heilt mich vor allen Dingen schön voll. Das ist schön. Das sieht nicht sehr münzreich aus. Es gibt mir Münzen. Es ist mir alles egal. Ich habe meine. Ey, komm, was kann denn? Jetzt sterbe ich nicht, sondern. Ich schwöre bei Gott, ich mache das nicht mit Absicht. Ich bin ein bisschen. Wir reden nicht drüber, okay? Wir reden da nicht drüber. Worüber wir viel lieber reden können, ist der Unsichtbarkeitstempel. Über den können wir sehr, sehr gerne reden. Da habe ich keine Hemmungen, da bin ich ganz frei, da kann ich den ganzen Tag drüber erzählen, wisst ihr?
Du willst nur das Let's Play strecken. Du willst nur mehr Parts haben. Ich lese schon die Anfeindungen in den Kommentaren. Nehmt's mit Humor, okay? Ich nehm's mit dem Mikrofon. Ihr nehmt's mit Humor. Ist eine wundervolle Taktik, die jedem hilft und keinem schadet. So, lass mich mal rein. In die gute Stube. Du kriegst jetzt unsichtbare Sachen. Geil. So, wir werden erstmal direkt eine Red Coin leidenschaftlich verpassen. Oder auch nicht. Die Kamera ist ein bisschen schlecht. Aber nur ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Red Coins sind. Diesen Level mag ich von allen Schalterpalästen, und jetzt haltet mich ruhig für bekloppt, am meisten. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwas hat dieser Palast an sich, was die anderen nicht haben. Ich glaube, es ist dieses Parkour-Element, was hier so präsent ist und bei den anderen halt nicht, lol. Und zwar geht es specifically um dieses Segment hier. Ich mag es einfach. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, dass ich es mag. Gefühlt alle hassen es, die das Spiel nicht können. Ich kann das Spiel auch nicht. Ich hasse es gerade. Oh nein. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich starte ganz woanders. Aber nein, wir haben direkt einen Next Shot. Also bisher habe ich noch keinen Stern diesen Part gesammelt. Ne? Lasst euch nicht täuschen von irgendwelchen Erfolgen, die ich euch einzureden versuche. Eventuell in fernerer Zukunft. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal tue. Ich denke nicht. Wenn ich Erfolge habe, dann sind die natürlich immer top. So, wo war die andere Red Coin? Hier. Und dann noch hier unten. So. Das ist eventuell schlecht. Aber kein Problem. Absolut kein Problem. So. Wir kriegen das hin. Mit genug Übung, ne? Nein, ich weiß nicht. Irgendwas Cooles hat dieser Parcours. Ich mag auch Tic-Tac-Trauma. Haltet mich für bescheuert. Ich mag Tic-Tac-Trauma. Ohne Witz. Das war ein unnormal stylischer Sprung für meine Verhältnisse. Ich sollte eventuell einfach nie wieder in meinem gesamten Leben reden. Das könnte Sachen vereinfachen. Oh mein Gott. Das war knapp. Eventuell. So, dann wollen wir mal die Unsichtbarkeitskappe nehmen, um an den Stern ranzukommen. Wenn ich in dieses Loch gefallen wäre, hätte ich meinen Kanal gelöscht, ganz ehrlich. Aber es ist nicht passiert. Deswegen habe ich leichtes Reden. Haha. So, Unsichtbarkeitskappe. Und damit könnten wir jetzt rein theoretisch. Und ich kann euch definitiv sagen, dass ich das tun werde. Bei Zeiten. Jedenfalls irgendwann. In Buhus Schloss zurück. Unter anderem. Ich weiß gerade nicht, ob das das Einzige ist, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, wo wir hin müssen. Aber es wird später noch einige andere Sachen geben, wo wir die Unsichtbarkeitskappe tatsächlich zwingend brauchen. Wir können allerdings auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, von wo ich kam. Das ist in Ordnung, wir gehen in die Wasserwerft. Hier brauchen wir sowieso im Prinzip beide Cappies, nicht wirklich beide Cappies. Es ist so gedacht, dass man beide Cappies benutzt, aber man muss es nicht. Vielmehr ist das der Kurs, der laggt. Und das ist problematisch. Dieser Kurs hat ganz viele Zonen, wo man weggesogen wird in seinen Instant Death. Deswegen ist mir dieser Kurs bei den 100 Münzen sehr unbeliebt. An sich gefällt er mir vom Konzept. Das wirkt hier alles so ein bisschen industriemäßig, das wirkt hier alles so ein bisschen, na, ich sag mal, geplant. So ein bisschen, wir starten jetzt ins Endgame, es ist ja auch immerhin schon Kurs 9. Aber es ist irre gefährlich. Darf ich demonstrieren, diese, ja, hier sind eigentlich Münzen. Ja, da sind die. Eigentlich würde es absolut Sinn machen, die 100 Münzen genau jetzt zu holen, bevor wir die Dings machen. Bevor wir das Schiff machen. Wisst ihr was? Ich habe mich gerade überzeugen lassen. Wir holen jetzt alles bis auf dieses Schiff. Es macht null Sinn, das Schiff jetzt zu machen, damit dann da diese Wand aufgeht, die einen in den Tod zieht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach illogical.
Kann ich gegen den Strom schwimmen? Ist der schwach genug? Oder ist das auch wieder so ein starker? Ah, ist auch wieder so ein starker, wo ich nicht durch kann. Aber dafür haben wir hier oben die Cappies. Nein, also wir haben es folgendermaßen. Das Ding geht auf, sobald das U-Boot geklärt wird, was ja eigentlich unsere erste Mission ist. Und ab dem Moment, ab dem das da offen ist, wird es böse. Ja, let's just say it like that. Also ab da haben wir prinzipiell eigentlich keine Chance mehr, an diese 5 Münzen daran zu kommen. Und wir müssen nicht unbedingt an die 5 Münzen heran. Es gibt in diesem Kurs 106 Münzen. Das heißt, wir haben diese 5 Münzen auf jeden Fall überflüssig. Aber das Problem ist, ich darf keine einzige blaue Münze verpassen. Ich darf keine einzige rote Münze verpassen. Was wir ja im Falle der Red Coins eh nicht tun würden. Aber trotzdem. Es muss halt nicht sein. Und dementsprechend mache ich jetzt alles, außer das U-Boot zu entern. Dann die Münzmission und dann das U-Boot. Wobei, ich vergesse es auf. Wir kommen gar nicht an die Red Coins ran, ohne dass das U-Boot weg ist. Und infolgedessen kämen wir auch nicht an die 100 Münzen. Die haben es schon klug gemacht. Ich dachte, ich überliste das Spiel. Leute mit Game Knowledge saßen gerade vor dem Monitor und haben sich gedacht, Alter, das höre ich mir da jetzt nicht an. Junge, 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 du hast keine Ahnung vom Spiel. Ich habe wirklich keine Ahnung vom Spiel. Bruder, wenn diese Kiste falsch ist, bin ich tot. Sie ist finally richtig. Und jetzt war es, glaube ich, im Kreis. Jetzt war es im Kreis. Komm. Lass es im Kreis gewesen sein, bitte. Dankeschön. Ich bin zufrieden. Die letzte Kiste ist natürlich die gefährlichste, ist klar, ne? Aber ansonsten ist es im Kreis. So, wo ist die andere Kiste? Wo war die? Ich möchte eventuell Kurzdistanz gewinnen, ja? Danke. Wo ist die letzte Kiste gewesen? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht okay. Das ist gar nicht gut. Dieser Strudel saugt einen schneller ein, als man gucken kann. Das ist gar nicht in Ordnung. Ich muss die Kiste erreichen. Ich schaffe das. Mich hält keiner auf. Wie einfach drei Ringe sind hintereinander. So nach dem Motto, Hauptsache genug Münzen. Ich muss die auch noch... Das ist gut. Ja, ich hab's. Ja, wir haben's. Und jetzt nur noch weg von dem Strudel hin zu dem Stern und dann haben wir es. Für immer und ewig geschafft und ich muss nie wieder an diese Truhen dran. Die Truhen sind noch nicht mal das Böseste. Das ist das Problem. An sich ist Kurs 9 halt echt entspannt. So, man hat nicht viele große Verpflichtungen. Es gibt halt viele Missionen, die ziemlich straightforward sind, die keiner Vorbereitung bedarfen. So zum Beispiel das, was wir jetzt machen werden mit dem Hai und den Ring. Da müssen wir einfach nur dem Hai hinterher schwimmen und seine Ringe verfolgen. Sehr schwierige Aufgabe. Und ja, ich scheitere daran häufiger, als ich zuzugeben vermag. Aber es ist an sich keine extrem schwere Aufgabe. Es ist einfach nur, schwimm dem Vieh hinterher. Wenn es denn mal seine Ringe loslassen würde. Das ist doch das Vieh, oder nicht? Hinterlässt du keine Ringe? Irgendeiner hat Ringe hinterlassen. Lass das du gewesen sein, sonst mache ich aber was anderes. Ganz ehrlich, Junge. Was willst du von mir? Warum bist du denn so? Dann machen wir es jetzt so. Wir machen das, wo wir eigentlich die Kappen kombinieren sollen, was aber auch ohne die Kombination der Kappen geht, weil nur eine der Kappen reicht. Und dann bin ich den Part. Geile Sache, oder? Let's go to the city. Und dann können wir das U-Boot clearen. Dann machen wir nächsten Part einen kleinen Quälpart mit Lava Lagune, 100 Münzen und wo ist denn das? Irgendeiner wirft Ringe. Kommt der erst noch? Weil wenn ja, dann wann? Irgendwas warf noch Ringe. Ihr seht, da oben die roten Münzen, die hängen jetzt in der Luft. Das ist problematisch. Ich mache das U-Boot nicht, ich sehe es nicht ein. Ich habe gegenüber dem U-Boot einen Groll entwickelt jetzt über die letzten paar Minuten und bin frustriert, dass mein U-Boot-Plan auch nicht aufgegangen ist. Ich bin schockiert. Auf mehreren Ebenen. So.
Der Plan ist eigentlich, dass man da unten in den Käfig da reingeht mit Metallkappe und Unsichtbarkeitscappy. Aber das Problem ist, du kannst auch einfach so hinschwimmen. Es ist kein Problem, es hält dich nichts auf. Nur weil wir im Wasser sind, heißt das nicht, dass die Unsichtbarkeitscappy plötzlich keine Wirkung mehr hat. Also muss man gar nichts vereinen. Auch wenn die Mission sagt, man muss es vereinen. Ich muss hier gar nichts vereinen. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass nichts anbrennen. Schaut auch dann wieder vorbei beim täglichen oder fast schon stündlichen Scheitern in der Lava-Lagune. Juhu! Nice, oder? Haut rein. Bis dann. Ich gehe weinen. Tschüss.